Was geht so, liebe Leute? Willkommen zu einem weiteren spannenden Part von Let's Play Pokémon Schwarz und Weiß 2 hier bei Crush 40 Freak 89. Ja, im letzten Part haben wir es auch nun geschafft, wie wir beim Trainerpass sehen werden, Arenaleiter Turner zu schlagen. Oh yeah. Ja, ein weiterer Orden ist nun: Belüge dich nicht selbst, ein ehrliches Leben ist am besten. Ja, da hat er recht. Ein weiterer Orden ist uns nun sicher. Vom Untergrundboss. Jetzt finden uns nur noch drei Orden von Geraldine, Lysander und Benson. Oder Benson, wie man noch immer ausspricht. Tja, und wir haben ein neues Teammitglied, das ihr auch zugleich weiterentwickelt habt, darf ich vorstellen. Zoroark. Ja, wir haben tatsächlich ein Zoroark, ein Shiny Zoroark, um genau zu zeigen, vom weißen Rubius, glaube ich, hieß er, bekommen auf Level 25, das auch N ursprünglich gehört hat. Und dadurch haben wir jetzt ein Pokémon bekommen, das noch zusätzliche Erfahrungspunkte bekommt, also höherprozentige. Wie geil ist das denn? So, und nun, in dieser Richtung befindet sich eigentlich der Tiefkühlcontainer, aber jetzt können wir zu diesem Turnier gehen. Da können wir unsere Fähigkeiten erproben, weil, obwohl wir den Orden schon bekommen haben, hat uns Turner gebeten, da nach unten zu gehen, also mitzukommen zum Turnier. Hier entlang geht's zum Austragungsort des Pokémon Terminant. Für Turniersiege bis Gebibolo, und das ist die Kurzform für Gebibpunkte. Sammle so viel GP, wie du kannst, und tausche sie gegen tolle Preise ein. Also sowas gab es ja schon in der Kampfzone. Na schön. Das sieht ja auch schon aus wie die Kampfzone. Wenn man vor anderen einen Pokémon-Kampf austragt, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel herumtanzt. Ob ich das sage, bin ich ein Fan der Attacken, Blättertanz, Feuerreigen, Drachentanz und manchmal auch Luna-Tanz. Luna-Tanz? Ist das eine Attacke von Cresselia? Ich weiß es nicht mehr genau. Was will denn der? Na, hast du nichts dazu zu sagen? Hallo? Ah, das blöde Fahrrad. Kann ich denn auch richtig koordinieren? So, was hast du dazu zu sagen? Augenblick, ich muss mal schnell bei der Kamera schauen, ob alles in Ordnung ist. Ja. Okay, jetzt muss ich gehen. Ich hoffe, die Aufnahme ist gut, weil, naja. Die Höhle da drüben ist der alte Fluchtweg. Er wurde erst vor kurzem entdeckt. Wurde da nochmal hingeführt? Der alte Fluchtweg? Der führt nach Stratos City, zur Kanalisation. Da ist er. Ist das ein Trainer? Nee. Um den Pokémon-Attacken beizubringen, bin ich dabei, Scherben zu sammeln. Man findet die Scherben bei Staubwolken, manchmal stößt man dabei stattdessen auch auf ein Pokémon. Ah, jetzt haben wir ja Festival-Mission, die Schatzmission. Bei der Kontaktebene. Und anscheinend immer wieder eine neue Mission bei der Kontaktebene hinzugefügt. Ob es hier vielleicht ein paar Trainer zu besiegen gibt? Naja, es gibt hier schon mal neue wilde Pokémon. Mal sehen. Sedimantur. Zoroark hat wieder die Form von Ephoserp angenommen. Das war eigentlich Ephoserp. Kapitel seiner. Putze die Zähne. Mach deine Hausaufgaben. Ja, der Spezialangriff wird geringer und es hat sowieso keinen so guten Spezialangriff. Selbst nach so einem Kratzer verwandelt es sich wieder zurück. Naja, was soll, so gefällt es mir eigentlich besser. So, ich schätze mal, das müsste reichen. Probieren wir jetzt mal einen Superball for the win. Okay, und auf los geht's los. Superball, los! Fangen wir diese Sedimantur. Und eins. Und zwei. Und drei. Jetzt wird's spannend. Fail. Mann. Oh je, yeah, je, yeah, das. Ich wusste es doch, das wäre mir zu einfach gewesen, aber wenn es schon so gut angefangen hat, wird es bestimmt beim nächsten Versuch klappen. Also gut. Und zwei und drei und Nala! Geht doch! Sedimantur haben wir jetzt. Die weiterentwickelte Form von Kiesel. Sedimantur, das Erz-Pokémon, die weiterentwickelte Form von Kiesling. Es ist guter Dinge, kommt sein Kern zum Vorschein, kann blitzschnell die Richtung ändern, ohne sich umdrehen zu müssen. Ja, ich mich jetzt wieder total verlesen. Okay,
Jetzt haben wir erstmal die Mantur. Mal sehen, was es hier noch so schön ist. Es gibt jedenfalls eine Trainerin. Dies ist der Punkt, an dem deine Reiseroute meine Reiseroute kreuzt. Ach so. Na, meinetwegen. Eine Herausforderung von Backpackerin Lexine, ja? Sandama! Schauen an! Ui, Level 32. Okay, wäre jetzt schön, wenn das jetzt Epo-Sepp wäre, aber dem ist nicht so. Schmarotzer, sag ich, setz es mal ein. Bam! Wow, das war ganz schön schnell. Eisandgrab. Bam. Boah! Das macht schon so viel Schaden, what the F? Okay, Zoroark ist immer noch nicht stark genug gegen solche Pokémon. Ich schätze mal, da darf dieses Mal Evosap ran. What the hell? Zoroark kann ich... Ach, wegen Sand... Ja, ich verstehe schon. Dann setze ich am besten eine Kumu-Milch ein. So, jetzt wird es der Zoroark wieder ein bisschen besser gehen. So, und jetzt weiter. Schlitzer, das könnte ein Volltreffer... zum Glück nicht. Aber der nächste Treffer könnte mich down machen. Am besten muss ich jetzt Nachthieb mal einsetzen. Und bam, bam. Mal sehen, wie viel. Nicht besonders viel. Hoffentlich wird das jetzt kein Volltreffer, die hoch. Oh, gut. Ein Treffer noch. Am besten setze ich da jetzt Standpauke ein. Mach deine Hausaufgaben. Also mir fällt auch nichts mehr Neues ein. Wow, 2436, gar nicht schlecht. Und ein Level Up. Seine Verteidigung steht überhaupt nicht, ne? Der ist auch ziemlich schwach. Kein Wunder, dass der Angriff ganz schön geschadet hat. Aber egal. Lexil ist besiegt. Mit der Übernachtdecke bin ich schon ziemlich weit gereist. Ja, das bist du allerdings. Auf einer Reise kann man ungeniert fremde Trainer zum Kampf herausfordern. Ich komme mir irgendwie viel mutiger vor. Ja, du bist so mutig, hä? Okay. Augenblick, ich muss mich mal kurz richten. So. Mein Supertrank for the Wind. So arg. Und noch einer. Und weiter geht's. Checken wir mal hier die Gegend aus, was für wilde Pokémon wir noch treffen könnten. Oh, oh, oh. Ach, nur ein Grünstück. Ich dachte, ich würde hier auf einen Rotomorph oder noch besser Stahlobor treffen. Aber ich glaube, hier gibt es noch keinen Stahlobor. Da brauchen wir jetzt Stärke. Ach so, da kommt ein Pokémon. Fliegnäuel! Ja, Fliegnäuel. Wieso muss es sich immer in Evosap verwandeln? Kann es sich auch mal in was anderes verwandeln? Egal. Da müssen wir vorher gegen... Nein, müssen wir nicht. Kommen auch so an den Felsen. Wird es Zeit, dass jetzt Vulcano von seiner Stärke profitieren kann. Bam, bam, bam. Und rein mit dem Ding. So, damit hätten wir ein weiteres Hindernis aus dem Weg geräumt. Wo geht es hier lang? Erstmal zu einem Pokémon. Also für Sedimanta haben wir jetzt keine Zeit mehr. Sorry. Evosap. Nee, das ist so arg. Am besten kämpfe ich mal ein bisschen. Kann ja nicht schaden. Am besten setze ich Schaufel ein. Aber Sedimanta hat ja die Fähigkeit Robustheit, wodurch es, ihr wisst es schon. Durch es unmöglich ist, es One-Hit zu killen. Die Katapult-Attacke macht schon, etwas Schaden, aber nicht allzu viel. So, warum setzt es jetzt Nachthieb eigentlich auf Schaufler? Ach, wenigstens reicht das aus. Okay. 1030, schon beinahe wieder ein neues Level Up. Es geht gut voran. Und da ist der nächste Backpacker. Jetzt erstmal tief. Nein, nicht. Durchatmen, die Luft anhalten. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Lester. Oh, die haben schon starke Pokémon, Level 32. Also ich muss jetzt wieder mit dem Training ranhalten. Okay, Schmarotzer. Und bam. Nein, schlecht. Au, Knirscher. Aber es ist verrückt, es ist Unlicht. Na, trotzdem Volltreffer, das ist gemein. Okay, da fand ich dir jetzt eine fette Standpauke. So, und weg mit dir, du Spacken. Der Volltreffer hätte schon früher kommen sollen. So, Level 32. Das geht doch gut. Schon bessere Werte.
Wow, und beinahe wieder ein Level Up. Boah, die Luftanzeiten kann ganz schön anstrengend sein. Das ist wohl mehr als klar. Stell dir mal vor, die Luft, die wir hier gerade atmen, ist vielleicht schon Jahrtausende alt. Glaubst du nicht, dass die Luft nicht sogar Millionen Jahre ist? Nee, ernsthaft, ich glaube, die Luft, die wir atmen, müsste eigentlich ein und dieselbe sein, wie, als die Erde entstanden ist. Ja. Muss wohl so sein. So, mal sehen. Ah, ein Protein, okay. Werde ich alles noch späterer Zeit verwenden. Demnächst noch. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier weiter und checken mal noch die Gegend aus, ob es hier vielleicht noch ein neues wildes Pokémon gibt, was ich noch nicht habe. Wie zum Beispiel dieses Strepoli. Aber da sollte ich lieber, jedenfalls jemand anderes aus der Sora-Org einsetzen. Und ich denke daran, Ampharos, weil dank seiner Attacke Donnerwelle kann es mir dieses Strepoli mal ein bisschen abschwächen. Und los! Ampharos! Zermürben, ouch. Naja. So unbedingt großartig war es auch nicht. So, jetzt Donnerwelle for the win. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht allzu viel Schaden zufüge, weil Strepoli möchte ich auf jeden Fall noch fangen. Ja, protz, richtig rum. Angriff und Verteidigung steigt. Verteidigung. Dabei, da setze ich am besten mal Donnerschlag ein. Wolf. Ja, das macht nicht gerade so viel Schaden. Okay, Elektroball könnte es aber jetzt beenden, weil... Ja. Wenn es halt schief geht, dann geht es leider schief. Dann muss ich halt nochmal versuchen. Ja, sage ich es nicht. Oh Mann, ey. Welchen Lappen. Aber wenigstens erreicht Sorok einen neuen Level. Aber trotzdem... Das hätte nicht sein dürfen. Schade, Schokolade. Okay, was willst du, du Spacken? Moment mal, dieser Durchgang scheint vor langer Zeit von Menschenhand gebaut worden zu sein. Was du nicht sagst. Na schön, eine Herausforderung von Wanderer Leroy. Protomorph. Du machst mir jetzt keine Probleme mehr, du kleiner Spacken. Los geht's, Evoserp. Zoroark. Jetzt glaube ich schon selber, dass es ein Evoserp ist. Dafür muss ich mir selber jetzt auch in der Standpauke halten. Naja, das... Ah, jetzt setzt es selber Schaufelein. Das muss ich auch tun, damit ich selber angreifen kann. Das war jetzt kein One-Hit-Kill, aber immerhin. So, und jetzt mit Schaufler beenden wir das selber. Und weg mit dir. Otomov wurde besiegt. Okay. Kiesling! Im One-Hit-Kill wird es ja selbst nicht mit Kampfattacken oder mit Wasserattacken oder Pflanzenattacken. Ich bleib erstmals bei Zoroark. Dann kann ich noch die anderen Pokémon ranlassen. Da setze ich ja ein bisschen mal Nachthieb ein. Bloß gut, dass es auch nicht den Typ bekommt von dem Pokémon, dass es sich verwandelt. Glaube ich zumindest. Jetzt ist es wieder normal. Da setzen wir wieder eine Nachthieb-Attacke ein. Das war ja zum Glück kein One-Hit-Kill. Bam, bam. Und down. Irgendwie schon ein seltsamer Klang. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Das habe ich lieber euch überlassen. Okay. Unglaublich, wie lang die Tunnel sind, die unsere Vorfahren begraben. Die Pokémon waren ihnen dabei sicher eine große Hilfe, aber ich mache mir nichts vor. Die Menschen haben die Pokémon damals sicher dazu gezwungen, ihnen zu helfen. Ja, richtige Tyrannen waren wir, hm? So, wo geht's jetzt hier lang? Wasser. Wasser. Und wir haben noch nicht mal Surfer. Schade. Aber wir hätten sowieso jetzt kein Wasser-Pokémon zur Hand. Und was willst du? Ich frage mich, wo wir überhaupt hinlaufen da. Es war einmal ein Wanderer, der stand in der Nähe eines unterirdischen Sees. Willst du mir jetzt Geschichten erzählen? Danke, ich will aber jetzt kein Märchen aufgetischt bekommen. Lorenz. Und schon wieder ein Kiesling. Na schön. Darfst du wieder glänzen, Zoroark. Okay. Sag mal deine Schmarotzer. Bam. Tarnsteine.
Wenn ein Pokémon ausgetauscht wird, dann erhält es Schaden. Also wenn es, naja, das hat jetzt ganz schön... Oha, das hat ganz schön eine Verteidigung. Autsch. Na schön. Dann eben... Nachthieb. So. Also was ich sagen wollte, wenn ich jetzt meinen Zorok austauschen würde, würde das Pokémon, das ich dagegen eingetauscht habe, Schaden nehmen. Das muss ich ja leider, weil Praktibike kommt jetzt. Da setze ich am besten jetzt Excel ein. Mein gutes altes Vulcano, entschuldige. Nimmt das keine Schaden durch die Tarnsteine? Nein, doch. Vulcano muss ja auch ganz schön... es beherrscht auch Standpauke, stimmt. Aber ich setze lieber Funkenflug ein und... Bams. Nicht schlecht, sagt der Specht. Ey, ich bin wach. Hör auf damit. Na schön, dann setze ich jetzt noch Stärke ein. Und das war's mit dir, du Spacken. Und tschüss. Jawolski. Plötzlich wurde er von einem jungen, dynamischen Trainer besiegt, oh Gott. Will er mir jetzt echt Märchen auftischen? Der See besteht aus durchsickertem Grundwasser. Daher kommt seine ungetrübt blaue Farbe. Ich dachte, Wasser ist schon von vornherein blau. Aber gut. Danke für die Belehrung, Herr Professor. Na schön, ein bisschen Heilung for the win und weiter geht's. Ich muss mir eh wieder ein paar Tränke zulegen. Der wird eh wieder ganz schön knapp. Gibt's hier was Atemberaubendes? Indigo-Stück, naja. Ich denke eher an etwas anderes Atemberaubendes. Wie zum Beispiel ein neues Pokémon, das ich noch nicht gefangen habe, wie... Radikal. Oh Gott. Ein Radikal hier. Na Mahlzeit. Nach den kurzen Aufnahmeneustart werden wir es versuchen zu fangen. Achtung. So. Jetzt können wir es mal versuchen. Dazu halte ich dir zuerst mal eine richtige Standpauke. Putze gefälligst mal deine viel zu großen Zähne. Ich bin gewiss, dass meine Zähne geputzt sind. Ach ja, das sehe ich ganz anders. Dafür wirst du jetzt eingesperrt. Für deine Frechheit. In den Superball. Bam. Und eins. Und zwei. Und drei. Na bitte. Radikal wurde gefangen. Radikal, das Maus-Pokémon. Obwohl es Radikal heißt, es ist eine Maus, die weiterentwickelte Form von Radfratz. Ein überraschend brutales Pokémon, seine langen Nagelzähne sind äußerst stark und durchbrechen selbst Beton. Ja, das sieht man auch bei diesem riesen Kiefer hier. Er bekommt noch nicht mal sein Maul zu damit. Oje, wie will es da bloß, kauen? Okay. Dann wollen wir mal jetzt wieder Stärke einsetzen und diesen Weg freimachen. Ich schätze mal, ab hier geht es dann zum, zur Kanalisation von Raiono, schätze ich mal. Ein Psycho. Ich borge mir die Energie von Ruinen, um meine Psychokräfte zu verstärken. Na Mahlzeit. Eine Herausforderung von Psycho Kalistos. Fletiamo. Da bin ich ja wieder mal im Vorteil. Aber schon Level 33. What the hell? Also, meine Pokémon müssen echt trainiert werden. Das kann jetzt lange nicht mehr gut gehen. Dafür setze ich jetzt mal Schmarotze ein und bam und weg mit dir. Dafür erreicht der Zoroark Level 34. Und keine so schlechten Erfahrungspunkte. Folterknecht. Ist es diese Attacke, mit der zünde ein Ziel und wiederholt denselben Einsatz? Ach nein, das ist eine unnütze Attacke. Ernsthaft? Die brauche ich nicht. Na schön. Psychokräfte meines Pokédex können sich offenbar nicht verstärken. Ja, das sieht man. Wenn man sich schon etwas borgen muss, um stärker zu werden, sollten es wenigstens Verleih-Pokémon sein. Diesen Rat sollte ich mir vielleicht selbst mal zu Herzen nehmen. Ja, aber dann gehorcht es dir nicht, wenn du einen zu hohen Level hast. Du musst dafür schon ein paar Orden sammeln, mein Freund.
Tja, Flicknoll, tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu spielen. Bye bye, hello. So, mal sehen, ob sich hier was befindet. Ach, Stücke. Stücke for the win. Also, hier wimmelt es nur so von Stücken. So, als nächstes kommt wieder ein Flicknoll. Ich bin anscheinend immer noch nicht dort beim Kanalisation Freyo nur angekommen. Ich glaube, da gibt es noch eine weitere Ebene. So, wird doch mal Zeit, dass sein Strepoli wieder auftaucht, weil er den Fail vom letzten Mal will ich wieder gut machen. Hä? Wo geht's denn hier lang, bitteschön? Ich muss da wohl da auch nach unten. Schon wieder Flicknoll. Ja, nee, ist klar. Flicknoll, Flicknoll, Flicknoll. Ich weiß ja nicht. Hätte ich diesen Ort lieber nach dem Turnier aufsuchen sollen? Bin mir da jetzt nicht sicher. Ach, Leute von heute. Aber wir werden es ja sehen. Okay, war ich hier schon? Ich glaube nicht. Was für ein Labyrinth. Schon wieder so ein Stück, oder? Ne, Gelbstück und eine Trainerin. Achso, ich brauche gar nicht erst zu dir runterkommen. Du drehst dich sowieso zu mir. Hi. Backpackerin Laura. Guck mal da. Na, Mahlzeit. Na schön. Ach, ich hab vergessen. Ach, Mann. Soll ich vergessen umzutauschen? Ach, egal. Dann darf eben Zoroark jetzt Level 35 erreichen. Au, Superzahn. Na, Mahlzeit. Aber das macht nichts. Zoroark gewinnt trotzdem den Kampf. Bam und weg mit dir, du Spacken. Jawolski. Level 35. Gar nicht schlecht. Aber jetzt lasse ich mal meinen anderen Pokémon ran, weil die entwickeln sich nicht so schnell. Hallo, Roren, Roren, Roren. Was ist das bloß für ein Freak? Hallöchen, Höchen, Höchen. Das Echo in Engen ist echt ulkig. Ach so, das waren Echos. Und ich dachte, der hätte einen totalen Sprachfehler oder ist verrückt. Na, Mahlzeit. Worauf muss man erstmal kommen? Die Triple Wohl führt jetzt zur nächsten Ebene. Und jetzt kommt wieder ein schönes Strepoli. Ich frage mich, habe ich überhaupt noch einen Flottball? Da muss ich erstmal nachgucken. Ach, jetzt habe ich wieder den Touchstift verwendet, der versperrt euch nur die Sicht. Nee, sieht nicht so aus. Ich habe nur Superball, Heilball, Nestball, Netzball, Timerball, ne. Das bringt mir alles kaum was. Nee. Ich würde sagen, wir tauschen erstmals, weil ich hoffe aber, dass Ampharos dieses Mal nicht sofort den Kampf beendet. Okay, und los. Au, zermürben. Ah, ich brauche gar nicht erst Donnerwelle anzusetzen. Die Statik erledigt das für mich. Aber würde ich mit dem Elektroball wieder erst gleich bashen, das wäre jetzt echt schade. Deswegen mache ich gleich mal einen Donnerschlag for the win. Okay, ja. Da kenne ich schon eindeutig besseren Schaden. Also da kann man eindeutig besseren Schaden zufügen, aber egal. Sollte ich noch einen Treffer versuchen? Ich glaube, das müsste reichen. Okay. Jetzt wieder Superball for the win und los! Checken wir mal aus, ob ich jetzt fangen kann. Und 1, 2 und 3 und... Alter! Hör mal dann beim letzten Mal. Aber warum sagt der Mist, das war knapp dabei, weil hätte es heißen müssen, verflixt, es hätte beinahe geklappt. Ja toll, jetzt lässt es sich überhaupt nicht mehr fangen, oder was? Boah! Alter! Wie schade, dass es gemacht hat! Boah, Alter! Das war jetzt... Hang! 3 KP nur noch übrig. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Viel Schadenfußkick macht. Ja, ernsthaft, guckt euch das an! Was ist das denn das für ein krankes Pokémon? Boah! Ach, Trugschlag braucht das Land. Ich frag mich, wo ich Trugschlag überhaupt herbekommen soll. Das habe ich vorher noch in erster Zeit von Professor Esche bekommen, aber
Ich weiß ja nicht, wo sich Professor Asche befinden soll. Na, geht doch. Stripoli wurde gefangen. Naja. Stripoli, das Muskel-Pokémon, die weit entwickelte Form von Praktibike. Diese durchtrainierten Muskelprotze sind im Umgang mit Stahlträgern versiert und können damit ganze Häuser abreißen. Abriss. Wahrscheinlich arbeitet dieses Pokémon auch bei einer Abrissfirma oder bei einer Baufirma. Kann ja gut sein. Na schön. Hier oben ist dieser Felsen. Ich glaube aber, jetzt brauchen wir keine Pokémon mehr. Die nerven uns jetzt nur unnötig. Ich muss halt sowieso jetzt meinen Zoroark mal umtauschen. Letztes Mal mein Original-Evo-Serb sollte mal wieder ran. Ich möchte ja, dass es bald ein Serpi Royal wird. Es fehlt ja noch ein Level. Gut, Evo-Serb, jetzt darfst du mal ran. Und Zoroark macht erstmals Pause. Ich speichere jetzt mal ein bisschen ab. Weil ich möchte ja diesen Erfolg beibehalten, den ich bisher erreichen konnte. Okay. So viel mal zum alten Fluchtweg. Und jetzt geht's weiter. Gut, mal auschecken. Ah, da oben, da oben. Da war es. Ein Psycho, ein weiblicher. Ich kann die spirituelle Energie unserer Vorfahren spüren. Was du nicht sagst. Übersinnliche Macht vom Feinsten. Ilithia. Was ist denn das für ein Name? Wow. Okay, gegen Popanz ist selbst mein Original-Evo-Serb im Vorteil. Und jetzt werde ich das unter Beweis stellen mit Grasmixer. Bam. Und weg mit dir, du Spacken. Okay. Was? So hält Zoroark immer noch. Ach verdammt, es hat immer noch den EP-Teiler. Das haben wir nicht, dass es den noch hat. Warum kann ich nicht mitten im Kampf die Items austauschen? Das ist auch ein Problem der Sache. Oder wird es auch ein bisschen unfair geregelt? Egal. Entschuldigt, Leute. Ich nehme auch wieder mitten in der Nacht auf. Okay, Laubklinge for the win. Bam, bam, bam. Jetzt verpieselst du dich, du. Ah, das hat nicht ganz gereicht und... Was ist eigentlich diese... Mumienfähigkeit? Was bewirkt das eigentlich nur? Gar nichts. Egal. Jetzt kommt erstmal das Makabaya weg. Makabaya, ja! Gut. Die spirituelle Energie unserer Vorfahren. Ich spüre eine ungewöhnliche Energie. Sie kommt von dort hinten. Von dort hinten, also Popo-Stück, ja. Von dem Loch da drüben. Ich hoffe aber nicht, dass da jetzt ein legendäres Pokémon drin hockt. Das wär's noch. Gottes Willen. Ich will dir nicht daran denken, was da noch passieren kann. Und ich Lappen vergesse schon wieder. Ach. Das Item auszutauschen. Ob ich vielleicht schon ein Item habe, was Unlichtattacken verstärkt? Das lässt sich jetzt leicht herausfinden. Nein. Brudersand? Ah nein, das ist nicht dieser wertvolle Gegenstand. Tja, ich frag mich, wann ich endlich den Feuerstein zu eins bringen kann, weil ich muss meinen Vulcano noch ein bisschen stärker machen, dass es bessere Attacken lernt. Zum Beispiel Flammenwurf oder Feuersturm. Oder die muss ich ihm mittels TM beibringen. Und eine ganz normale Feder, gar nichts bewirkt. Ja, die werde ich deshalb auch wegwerfen. Siegesang könnte ich in der Welt auch geben. Aber vorher zog ich mal... Sieht nicht so aus, als ob ich da was hätte, was helfen könnte. Also, Siegesang bekommt jetzt mein Zoroark. Und wie ich es mir dachte, es trägt den EP-Teiler. Gut. Aber den braucht es nicht mehr. Es ist jetzt bereits im ungefähr selben Level wie meine anderen Pokémon. Ach ja, ich kann immer noch Stärke einsetzen. Sowas gibt es hier zu sehen. Der alte Palast. What the hell? Wieso bin ich hier jetzt wieder im alten Palast? Sag mir nicht, dass ich jetzt in diesem Labyrinth befinde. Nee, oder?
Bin ich jetzt etwa in diesem Labyrinth? Nein, hoffentlich nicht. Ach, jetzt gibt's auch noch ein wildes Sandama, ja, natürlich. Oh. Alter. Wo bin ich hier bloß gelandet? Was hat man davon, wenn man blind spielt? Unser Schneider bringt ja voll viel. Und jetzt nervt es mich wieder mit dieser Kratzvogel. Okay. Dann... ist das riskant? Nee, ich weiß nicht. Ich probiere es mit Laubklingen und wenn es fehlschlagt, dann muss ich nochmal weitersuchen. Ja, ich wusste es. Das war zu viel des Guten. Aber wenigstens bekommt es die EP, die es nur durch den EP-Teiler nicht bekommen hat. Was ist das hier? Ich hoffe, ich finde mich jetzt nicht wieder im Raum von Ramoff wieder. Alter, ist ja schon wieder dieses bescheuerte Labyrinth oder was? Wo führt das jetzt noch hin? Hä? Ein Item. Ein Hyperball. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Was finden wir hier? Makaba, ja, haben wir das schon? Ja, das haben wir schon. Nee. Die Sache will mir jetzt eigentlich gar nicht gefallen. Ob es hier wirklich jetzt ein legendäres Pokémon gibt oder ein Ramoff? Das wäre mir aber jetzt schon etwas zu viel des Guten. Puh. Ich frag mich dann, wie es dort weitergeht in diesem alten Fluchtweg. Was gibt's hier sonst noch für Pokémon? Weil Sandama möchte ich auf jeden Fall noch bekommen. Ah ja, wenn man von Teufel spricht. Da ist es wieder. Wenn ich jetzt nochmal Laubklinge einsetzen würde, wird es wahrscheinlich wieder einen One-Hit killen. Ach, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, Leute. Vielleicht sollte ich auf Wasser-Snob setzen. Ja. Weil selber macht das nicht allzu viel Schaden. Ich denke, das müsste ausreichen, was ich jetzt einsetze. Und nerv mich jetzt nicht mit dieser bescheuerten Kratzfurie. Gut, und jetzt erstmal das Luftschnitt vor der Wind. Und das macht... Okay, das geht. Das geht noch. Okay, ich schätze mal, ich probiere es jetzt mal mit dem Ball. Wird wahrscheinlich ein Fail, aber hey. Probieren geht über Studieren. Und los! Mal checken. Und eins, und zwei, und drei... Jawohl, es geht. Sandama wurde gefangen. Das geht doch. Sandama, das Maus-Pokémon, die weiterentwickelte Form von Sandan. Seine Stacheln sind erhärtete Haut. Im Kampf rollt er sich zusammen und greift den Gegner mit den Stacheln an. Ja, das ist klar. Ein Klassiker-Pokémon aus der ersten Generation. So, ich heile jetzt mal schnell ein bisschen meine Pokémon, weil... wer weiß, was mich da jetzt erwarten wird, was da drüben jetzt abgehen wird. In diesem Raum, den wir jetzt gerade vorgefunden haben. Und sonst gibt es ja anscheinend nichts zu entdecken, oder? So, das reicht. Ich sollte mal einem Pokémon eine neue Attacke beibringen, weil ich habe ja... Ich habe ja eigentlich jetzt die Attacke Dampfwalze bekommen. Rotbodenattacke. Also nur Lucario und Ampharos können diese Attacke lernen. Aber beide haben eher bessere Spezialangriffe. Naja, Lucario hat jetzt, jetzt gerade bessere Nahkampf-Moves. Na, wir werden sehen. Ich lasse es erstmal sein. So, checken wir erstmal aus, was sich da drüben befindet. Ich hoffe, dass jetzt kein anderes wildes Pokémon mehr auftaucht. Wenn, dann müsste ich auf die Habitatsrate achten, damit ich weiß, was jetzt noch fehlt. Am besten speichere ich jetzt vor diesem Raum. Denn... ja, wer weiß, was uns da noch erwarten wird. Wahrscheinlich irgendein neues Pokémon. Wir werden sehen. Probieren wir es mal erstmal auf. Okay. Und nach den kurzen Aufnahmen in der Stadt machen wir uns dorthin auf. So. Und ran geht es. Und wir finden in langsamen Schritten ein... Ramoff! Ramoff! What the F? Und welchen Level? Ich will's gar nicht erst wissen. Da setze ich jetzt am besten Ampharos ein.
Mit seiner Donnerwelle muss ich es gleich paralysieren. Versuchen wir es mal zu fangen. Boah, ey. Tatsächlich ein Ramoff. Welche Level hat es? 35, okay. Ich wünschte, ich hätte gleich einen Flottball, aber... naja. Aber ich habe ja Netzbälle. Wie viel habe ich? Nur einen, warte, F. Okay, dann muss ich jetzt wohl schnellere, schwere Geschütze ausfahren. Zuerst mal Donnerwelle. Oh, Feuerwelle wollte es mir gleich... Es sollte mir gleich mit Feuerwelle kommen, was? Es ist Feuer und Käfer. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste ich mit Donnerschlag nicht sehr effektiv sein. Oder? Nein? Bringt aber auch nicht sehr viel, diese Attacke. Ja, Ampharos ist ja auch eher ein Spezialangreifer. Okay. Nochmals Donnerschlag. Einfach so lange schwächen, bis dass es kaum noch KP hat. Weil, also möglichst wenig KP. Ach, ich fass es ja nicht. Ja, auch noch Blutsauger. Ganz toll. Also würde Trugschlag auch nicht viel bringen. Ach, wie ich das hasse, diese blöde Brandattacke. Jetzt ist Donnerschlag noch schwächer. Naja, das geht noch. Aber jetzt brennt man einfach aus auch noch wie wild. Ein einziger Donnerschlag noch und dann versuchen wir es zu fangen. Aber da wechsle ich vorher das Pokémon aus. Nee. Das bringt ja kaum was. Jetzt hoffe ich, dass es kein Volltreffer wird. Letzte Chance für einen Donnerschlag. Bitte kein Volltreffer, bitte kein Volltreffer, bitte, bitte. Okay, das geht, das geht, das geht, das geht. So, und jetzt tausche ich mal aus. Und dann am besten gegen Axel. Weil beide Pokémon sind dort, ungefähr denselben Typ. Also müsste das gut gehen. Bedroher. Sehr gut, es ist paralysiert. So, meine lieben Leute, jetzt versuchen wir diesen dicken Brocken mal zu fangen. Das dürfte aber kein leichtes Unterfangen werden. Ich probiere es erstmals mit einem Superball als Probe und mal sehen, wie viel das schon bringt. Höchstwahrscheinlich wird es sich sofort gleich befreien können. Eins, zwei, drei, hä? Ach, dachte schon. Schade. Aber hätte ich mir denken können, dass es nicht gleich auf Anhieb klappt. Aber wir können es ja nochmal versuchen, wenn es jetzt schon so gut angefangen hat. Superball, los! Und? Pff, nee. Müssen wir doch nicht so einfach machen. Guck sie an, wie viel den Windstoß an Schaden gemacht hat, obwohl es gar nicht Step ist. Mann, oh Mann. Dieses Viech muss ich auf jeden Fall bekommen. Leute... Aber was ist dann mit seiner Vorstufe, Ignovio? Zwei und drei und... Wir haben einen Ramoff! Das gab es vorher erst nur in nach der Top 4. Im ersten Teil. Ramoff, das Sonne-Pokémon, die weite Züge von Ignovio. Es erschien während eines harten Winters und rettete Pokémon vor den Erfrieren. Angeblich ist... angeblich eine Verkörperung der Sonne. Ja, wisst man's. Okay, liebe Leute, das wird jetzt aber haarig, weil... Obwohl, ja, es kann ja auch Fliegen einsetzen. Da könnte ich es gegen Phasersnap tauschen. Aber es wäre schon ein Feuer-Pokémon und ich, ja... Ich muss erstmal einfach aus dem bisschen... Hey, Moment mal, das war ein Popanz. Habe ich das schon gefangen? Nein, nicht, habe ich... Och, ich bin auch ein Lappen und ich fliehe einfach, ich Volldepp. Ja, erstmal verbrennen. Heilen wir die Verbrennung, weil die nervt. Geben wir noch einen Supertrank hinzu. Und ich speichere das Ganze jetzt am besten nochmal schnell ab, weil das ist wirklich geil. Ich glaube, Ramoff sollten wir ins Team nehmen. Das werde ich. Aber ich will eigentlich auch nicht Vulcano dagegen tauschen. Obwohl... Boah, ey, das wird haarig. Ich weiß nicht, soll ich wirklich Vulcano dagegen eintauschen? Weil, ich meine, Phasersnap, wer würde mir nichts viel bringen, wenn ich jetzt gleich umtauschen würde, weil ich meine Ramoff könnte zwar fliegen, aber dann müsste ich Phasersnap gegen ein Wasser-Pokémon austauschen. Das könnte auch ein guter Ausgleich sein. Aber zu einem Wasser-Pokémon, das ich,
Entschuldigt, Leute. Was ich bereits vorgeplant habe, aber da müsste ich noch meinen Pokémon mindestens 10 Level höher trainieren, damit es ausgeglichen bleibt, weil das Pokémon, das ich tauschen möchte, ist overpowered. Und ich hoffe, das klappt auch, der Tausch zwischen Pokémon. Ich glaube, es befindet sich bei der Pokémon Weiße Edition 1 oder Schwarze Edition 1, die ich habe. Und ich hoffe, es klappt dann auch, der Tausch, also dass ich es tauschen kann. Ihr werdet dann sehen, welches ich meine. So, jetzt erstmal raus aus dem alten Palast. Aber geil, wir haben tatsächlich einen Ram aufgefangen. Oh Mann, ich habe aber vergessen, Popanze. Ach, was soll's, ich will ja nicht hundertprozentig alle Pokémon krallen. Nee, das machen wir nicht. Liebe Leute von heute, wir werden nicht hundertprozentig alle Pokémon, die es wild zu fangen gibt, fangen. Nee, das machen wir nicht, weil das wäre ein bisschen zu viel für ein Let's Play. Wenn, dann wäre höchstens so etwas im Pokémon Bloody Platin möglich. Aber da möchte ich auch nicht unbedingt jedes Pokémon fangen. Nee. Ja, ja. Aber hey. Immerhin. Ich finde das schon wirklich geil, dass man hier jetzt schon einen Ramoff findet. Und auch noch wirklich so geil stark. Okay, wo führt uns das jetzt hin? In welchem Bereich von dem Fluchtweg? Was kommt jetzt wieder? Ach, jetzt haben wir schon... Ja, Praktibar kam ja noch gar nicht. Also wir sind jetzt schon im ersten Bereich. Doch ich glaube, wir nähern uns der Kanalisation von Stratos City. Ich wollte schon jetzt den Ball einsetzen. Nee, ich setze erstmal Donnerwelle ein. Das Praktibar werden wir uns jetzt gleich krallen. Das mussten wir noch nachholen. Wenn wir schon seine weiterentwickelte Form haben, dann... Gerne, wie viel Fußkick immer schadet. So massig ist der einfach aus gar nicht. Weil es hilft ja nur bei massigen Pokémon, also zum Beispiel bei Relaxo oder so müsste es helfen. Oder ich verstehe etwas falsch. Keine Ahnung. Ich hoffe, der Superball reicht auch so. Und los. Und eins. Und zwei. Und drei. Es wehrt sich, aber das hat dir nichts genützt. Praktikbalk. Praktibike wurde gefangen. Praktibike, das Muskel-Pokémon, tritt stets einen Holzbalken bei sich und hilft auf Baustellen aus. Nach einer Weile sucht es sich einen größeren Balken. Ja, stimmt. Wie ich sie gesagt habe. Ja, Stripoli war das. Stripoli hilft bei Baustellen aus. Tut mir leid, Flicknoll, ich habe jetzt keine Zeit mehr mit dir zu spielen. Vielleicht sollte ich jetzt mal Schutz einsetzen, obwohl... Gab es eigentlich noch ein anderes Pokémon, das man hier fangen kann? Ich glaube nicht. Ich sollte erstmal diesen Felsen hier verschieben, damit ich den Weg für Stratos City frei mache. So habe ich jetzt ständig eine Verbindung. So, weg mit dir. Wenn ich jetzt da runterhüpfen würde, würde ich jetzt dort wieder bei der... auf den Weg zur Kanalisation landen, aber ich möchte wieder zurück nach Maria City. Ich werde laufend von Pokémon genervt, aber das soll mich jetzt nicht stören. Auf jeden Fall geile Sache, ein Ramoff. Wir haben einige andere Pokémon auch einkassieren können. Vielleicht sollte ich nochmal zurückgehen zum alten Palast und dort, Mann! Kann ich mal ein paar Sekunden gehen, paar Schritte gehen, ohne dass wieder ein Pokémon auftaucht? Ich will nicht bei jedem zweiten Schritt einen Pokémon haben. Das nervt. Vielleicht sollte ich lieber Schutz einsetzen. Das wäre die beste Option. Fürs erste Mal. Okay, wo war nochmal der Schutz? Das ist mir jedenfalls nicht. Ah, da irgendwo, da. Schutz. Ich habe ja auch Fluchtzahl, aber ich glaube, das brauche ich jetzt noch nicht. Und auch Superschutz habe ich auch ein paar. Gut, das werde ich dann nachher verwenden. So, jetzt kann ich erstmal hier in Ruhe durchrushen. Ich gehe nochmal schnell zum alten Palast, weil da geht es auch noch um Popanze. Und wahrscheinlich auch einige andere Pokémon, die ich hier noch fangen kann. Die mir noch fehlen. So, der Schutz wirkt nicht mehr, das ist sehr gut. So kann ich bestimmt hier noch ein anderes Pokémon finden. Also so kann ich... vielleicht sogar noch ein anderes Pokémon finden. Ob es hier nur in den Raum von Ramoff eins gibt? An Popanze? Nee. Also, ein anderes Pokémon, würde ich sagen. Außer Popanze. Popanze!
Da ist es wieder. Und wie ich es mir gedacht habe, ich habe es ja noch gar nicht. Aber Ampharos-Attacken nützen jetzt gar nichts mehr, weil es ist ja von Typ Boden und Psycho. Also Zertrümmerer würde also kaum was bringen. Wenn, dann setze ich gleich mal einen Ball ein zum Testen. Aber ich glaube, das wird es hier sofort befreien. Also Superball und los! Obwohl ich nicht glaube, dass es so eine hohe Fangrate hat, aber ich darf es nicht unterschätzen. Ha, aber trotzdem, es hat funktioniert. Damit hätten wir auch Popanze. Popanze, das Lehmpuppel-Pokémon. Es wurde in antiken Ruinen entdeckt und bewegt sich drehend vor, trifft es auf Artgenossen, bildet es eine Herde. Interessant. Okay. So, damit hätten wir Popanze. Ob es noch andere Pokémon gibt außer Popanze? Ich weiß nicht. Wir hatten ja schon Makabaya und, was war das noch? Flegnol? Nee. Sandama, genau, Sandama. Jetzt weiß ich's. So. Ich schätze mal, in diesem Raum gibt es nur Popanze. Also ich höre lieber auf, hier weiter zu suchen, weil, wie schon gesagt, ich werde nur die Pokémon fangen, die ich zufällig finde. Vor allem, was ich wirklich so gerne auch ins Team haben möchte, ein Drachen-Pokémon. Und ich denke da an Milza zum Beispiel. Das geht es ja auch noch. Ein Maxax wäre nicht schlecht. Oder was mir auch lieber wäre, ein Dratini, weil als Dragoran könnte ich damit fliegen, zum Beispiel. Oder auch Brutalanda könnte auch gehen. Oh, 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 müsste da wieder zurückkommen, ohne dass ein anderes Pokémon kommt? Ach, wieder nur ein Stück. Ich möchte einen Rotomorph wenigstens fangen können. Weil als Stahlobor ist es auch wirklich ein super Teammitglieds-Pokémon. Will kein Pokémon auftauchen mehr? WTF? Nee, doch, da kommt noch was. Da kommt doch was auf mich zu. Ein Flegnol will mich doch ärgern. Ich muss ja noch weiter, eine weitere Ebene weiter rüberlaufen. Also anscheinend werden wir in diesem Part jetzt nur, haben wir jetzt in diesem Part nur diesen alten Fluchtweg nochmal durchgekämmt, weil ich werde dann, nachdem wir den Fluchtweg hier durch haben, den Part beenden. Ja, lässt du mich jetzt nicht hier vorbei, oder was? Achso, ich dachte schon, wir kommen jetzt nicht mehr rauf. Oh, Alter, das wäre es ja noch. Oh, ich glaube, da bin ich in der Sackgasse, ja. Falsch rumgelaufen, sorry. Und ich sollte lieber Superschutz einsetzen. Mann, oh Mann, oh Mann. Puh. Leute von heute. Superschutz. Renn immer noch weiter rum. Ich rede ganz groß von Superschutz und dann renne ich immer noch weiter. Lol. Ich um mein Gedächtnis. Na schön. Aha, aha, aha. Na endlich! Endlich! Rotomorph! Das ist meine Chance. Diesmal kriege ich dieses Vieh. Darauf habe ich die ganze Zeit schon gewartet. Okay, es wird Zeit für den Superball. Und los! Fang mir dieses Rotomorph. Und eins. Und zwei. Und drei. Das müsste auch so klappen. Na bitte, die haben keine so hohe Fangrate. Aber dieses Pokémon, das war recht selten. Aber ich hab's endlich. Heute ist wohl mein Glückstag. Rotomorph, das Malwurf-Pokémon. Es krebt sich mit 50 km/h schnurstracks durch das Erdreich, indem es sich rapide um eigene Achse dreht. Also wie ein Bohrer praktisch. Oder wie ein Rotor. Oder, ich weiß nicht mehr, was für irgendein Maschinenbauteil war das jedenfalls. So, jetzt gehe ich mal etwas langsamer, weil da tauchen seltener Pokémon auf. So, damit wäre ich draußen. Na schön, liebe Leute von heute. Ich werde offscreen nochmal ins Pokémon Center gehen und dann geht's weiter im nächsten Part, wo wir das Turnier bestreiten werden. Also wie immer, wenn es gefallen hat, sage ich, bitte ich Daumen hoch und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Part. Also seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush40Freak89. Danke fürs Gucken, auf Wiedersehen und tschüss, Leute!